100 Jahre nach dem Erstflug kreist wieder eine Junkers F-13 über das neue Icarus-Denkmal für Luftfahrtpionier Hugo Junkers. Möglich gemacht hat das F-13-Investor Dieter Morschek. Weil bei uns hier zu Besuch ist, anlässlich des Geburtstags unserer schönen Junkers F-13. Beim Flugplatzfest startet die wiedergeborene Legende zu Rundflügen über Dessau. Genau hier fand auch der Erstflug am 25. Juni 1919 statt. Fliege, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne. Aus ganz Europa sind Oldtimer-Maschinen angereist zur großen Geburtstagsparty für die Mutter aller Passagierflugzeuge, die jetzt wieder in Kleinserie gebaut wird.